Hallo, hier ein paar Hinweise, wie Sie die Tools oder einige der Tools auch in QGIS 2.14 finden können, für die, die das machen müssen oder wollen. Wir haben also zum Beispiel unser digitales Geländemodell, unser ASTA DEM, Digital Elevation Model. Ich habe es einfach reingezogen. Wir sehen, es ist wieder 4326, WGS 84 unprojiziert, Altgrad, Dezimalnotation in Plattkarree-Darstellung jetzt hier im Kartenfenster. Und macht das ja mal aus, wenn Sie das nicht haben. So, jetzt wollen wir das natürlich umprojizieren. Dann können wir gucken. Raster. Was wir brauchen, ist Projections oder Projektion müsste es dann auf Deutsch sein. Und was wir dann wollen, da heißt das Tool noch Warp, also sozusagen ja, verdrehen, verzerren, entzerren. Weder Assign noch Extract Projection wollen wir nehmen. Wir wollen Warp nehmen, also Reproject. Das können wir nehmen und da müssen wir jetzt Input-File, das ist ASTA DEM oder DGM, Source SRS, also Spatial Reference System, KBS, Quell KBS, ist wie gesagt 4326 WGS 84 umprojiziert, Altgrad in Dezimalnotation und unser Ziel KBS oder SRS müssen wir wählen. Da wollen wir natürlich nach UTM gehen. Ich glaube, ich habe es hier noch rumliegen, da. Ne? 32,632, das passt. Das nehmen wir. Da kommt er gut hin. Beides die gleichen Ellipsoide, das kriegt er hin. Und ich muss hier unbedingt in diesem Tool einen Output-File angeben. Da nehme ich dann einfach ASTA UTM 32N, damit ich weiß, was Phase ist. Hier so, das unten ist der Kommandozeilenbefehl für die, die das interessiert. Das können wir lassen, das können wir lassen. No Data Values 0. Das können wir alles so lassen. Drücken dann OK. Processing completed. Können wir ausmachen. Dann haben wir das gleich dazu geladen. Sollte funktionieren. Ich mache der sicherheitshalber einen Test. Schmeiß das alte Projekt weg. Hol mir mein gerade erzeugtes Geländemodell. Ja, wunderbar. Scheint alles zu funktionieren. Hier unten auch. Perfekt. Bildschirmkoordinatensystem, Bildschirmdarstellung und Bezugssystem SRS KBS der Datei selber stimmen jetzt alle überein. Wunderbar. Jetzt habe ich also ein geodätisches Koordinatensystem und jetzt kann ich da Hangneigungsberechnung und sowas durchführen. Dazu kann ich dann hier mir die Toolbox holen. Wo finde ich die jetzt? Jetzt habe ich die ausgemacht. Wenn ich die nicht mehr finde, dann kann ich normalerweise bei View Panels Toolbox, also bei Ansicht, und Werkzeugleiste oder Bedienleisten kann ich mir diese Toolbox wiederholen. Also ich zeige es nochmal. View, also Ansicht auf Deutsch. Bei mir Panels, es müssten bei Ihnen Bedienfelder sein. Und dann hier diese Werkzeugleiste. So ist das in 2.14 noch organisiert. Und dann habe ich hier diese ganze Liste von zur Verfügung stehenden Toolboxen. Und ich nehme mal hier beispielsweise Slope für die Hangneigungsberechnung. Das ist nämlich das GDAL-Tool. Sie können auch das GRAS-Tool ausprobieren, das funktioniert ein bisschen anders. Ich wollte Ihnen aber hier das GDAL-Tool einfach zeigen. Input-Layer ist unser WGS, Quatsch, unser UTM-32N ASTA. Bandnummer ist 1, genau, da sind ja die Höhendaten drin. Der soll keine Kanten berechnen, der kann hier eine unterschiedliche Formel benutzen, hier die Sevenbergen-Thorn-Formula anstatt der Hornschen-Formel. Das lassen wir. Was wir auf jeden Fall machen können, und das ist interessant, dass wir die Hangneigung als Prozent anstatt Grad ausgeben. Na, da müssen wir dann gucken, was steht in meiner Aufgabenstellung? Will ich Prozent oder Grad? Und ich lasse es jetzt erstmal als Grad. Na, also normale Altgrad sind das in Winkeln, Winkelgrad. Und Prozent kennen Sie ja auch, aber das wollen wir heute mal nicht. Könnte ich aber mal einfach hier draufklicken, mache ich aber nicht. Scale ist auch wieder die Überhöhung. Also um wie viel soll die Höhe überinterpretiert werden? Wir bleiben da auf 1. Höhe soll genauso sein, wie sie ist. Und das speichert er mir erstmal in eine temporäre Datei. Hoch. Jetzt kann er irgendwas nicht machen. Moment, ich guck mal nach, was da los ist. So, Pause beendet. Ich habe den Fehler gefunden. Er hat einfach keinen temporäres Layer akzeptiert hier in diesem mit dem Tool. Ich zeige es also nochmal. Slope, Aster, das ist unser unprojiziertes.
Und dann muss ich ihm einfach nur eine Dateinamen angeben. Ich habe es jetzt einmal schon gemacht. Ich nehm einfach eine Datei mit dem Namen ein zweites Mal. Alles andere kann so bleiben. Und dann sehen Sie, habe ich hier wieder meine Hangneigung. Diesmal mit den GDAL-Tools berechnet. GDAL ist eine, hatte ich Ihnen ja ganz zu Beginn des QGIS-Tutorials mal gesagt. GDAL und OGR sind Bibliotheken, mit denen ich Raster- und Vektordaten manipulieren kann. Diese Bibliotheken sind Open Source und da arbeitet eine große Gemeinschaft dran und die sind auch Kern der meisten heutigen Geoinformationssysteme. Diese Bibliotheken, die Bibliotheken sind eingebunden und damit wird eben tatsächlich überall professionell gearbeitet. Können wir also benutzen. Sie können auch die alten GRASS-Tools ausprobieren. Die funktionieren ein bisschen anders, aber da hier jetzt eben ein Hinweis, wie das auch mit 2.14 funktionieren kann. Gut, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.